Yo, Freunde, was geht ab? Hey Freunde, was geht ab? Derek ist auch mit dabei, der ist hier schon fleißig am Schrauben. Ja, Wir wollen hier heute den fetten Verbrenner fahren, den Losi DBXL 2.0. Und das Ganze im Schnee. Der Schnee, der ist schon leider am Wegschmelzen, deswegen müssen wir es heute mal versuchen. Es interessiert mich nämlich einfach, wie gut so ein Verbrenner im Schnee klarkommt und ob er überhaupt den Tag überleben wird, denn es wird schon ziemlich feucht. Was mich auch interessiert, ob der überhaupt noch anspringt. Ey, ist schon so lange her, dass ich den gefahren bin. Wie ihr sehen könnt, Tank ist leer. Das bedeutet, wir müssen erstmal eine gute Mischung machen. Sprit haben wir heute erst geholt. Da haben wir unseren guten Mischbehälter. Und schönes Zweitaktöl haben wir natürlich auch. Das ist aber leer. Hier noch ganz voll. Danke. Mischverhältnis 1 zu 25. Den elektrischen DBXL 2.0. Boah, tut. Cool. Was ich sagen wollte, den elektrischen nehmen wir hier auch mit. Und dann werden wir heute im Schnee nochmal einen richtig schönen Vergleich sehen, ob es Sinn macht, Benziner zu fahren oder halt Elektrofahrzeug. Kurze Frage, Freunde, wenn wir schon mal beim Thema Verbrenner sind. Und zwar habe ich mir überlegt, so als Frühlingsprojekt hier von Primal den Raminator zu bestellen. Maßstab 1 zu 5. Das ist der größte Verbrenner, glaube ich, den es auf dem Markt gibt. Preislich liegt er bei unglaublichen $3.399. Und dazu kommen noch die Versandkosten. Also wenn man das Ganze hier nach Europa liefern möchte, muss man nochmal $490 da drauf zahlen. Ich habe mir überlegt, erster Teil vielleicht des Projekts. Wir bauen das Ding auf, wir bringen das zum Laufen. Dann kann ich hier noch gleich das Brushless Kit für den Raminator mitbestellen, sodass wir den im zweiten Teil dann auf Elektro umbauen könnten. Das kostet hier auch einfach unglaubliche $1.199. Habt ihr Bock darauf, Freunde? Falls ja, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn das Video 15.000 Daumen hoch erreicht, dann werden wir das als Projekt im Frühling in Angriff nehmen. Ey, darf ich dich mal nach deiner fachmännischen Meinung fragen? Ja. Meinst du, das wird heute eine absolute Katastrophe? Ich bin die Katastrophe. Das kann gar keine Katastrophe werden, weil ich das in der Hand habe. Alter, läuft alles daneben da unten. Hey, gar nicht. Alter. Tuch, Tuch. Ey, wollen wir es mal anzünden? Nee, ich könnte doch nicht. Also sonst wäre ich sofort dabei. Ich bin dumm. Okay, Freunde, das Gemisch wurde erfolgreich hergestellt. Wir öffnen den Tankdeckel. Oh, da ist sogar noch ein bisschen drin. Ey, weißt du, was ich mich frage? Hm? Warum zur Hölle liegt da drin einfach so ein Flaschendeckel? Ich hab'n. Das ist ein Wasserflaschendeckel. Ja. Okay, machen wir das hier wieder zu. Jetzt pumpen wir ein bisschen Benzin vor. Den Lipo für den Servo und für die Gasannahme machen wir auch noch rein hier. Funktioniert schon mal sehr gut. Bevor wir jetzt rausgehen und draußen uns abquälen, versuchen wir den erstmal hier drin zu starten und finden heraus, ob er noch läuft und ob alles funktioniert, wie es soll. Schwer, ne? Oh ja. Ey! Alter, hab ich mich erschreckt. Laber doch nicht. Ja, hast du denn gesehen? Also einfach an, jetzt keinen Schalter drücken vorher. Ja, aber halt ihn fest mit der anderen Hand. Alter! Was machst du da? Oh! Jawohl! Ging voll gut an, oder? Ah, voll gut, ey. Wir laden alles ein und dann sehen wir uns gleich draußen im Schnee und mal gucken, ob dann immer noch alles am Schnürchen läuft. Schaut euch das an, ey. Richtig schöner, weißer, frischer Pappschnee. So, jetzt müssen wir den Kollegen nur noch ankriegen. Bin mal gespannt, ob das jetzt genauso gut funktionieren wird wie in der Garage. Let's go! Ja! Alter! Meinst du, der will den Tag überleben?
Ja. Okay, wir lassen ihn kurz warm laufen. Du darfst fahren. Wow. Hat keinen Rückwärtsgang, ne? Oh. Nur Bremse. Okay. Boah, ich muss schon sagen, macht mehr Bock, als ich mir vorgestellt habe hier im Schnee. Oh, oh. Nein. Wie bist du stehen geblieben? Wie geht das? Ja, ist schon fast zu viel Schnee hier. Ist laut. Fast schon zu viel Schnee, aber ja, ist voll laut, ey. Gib mal kurz. Ich mache jetzt die Donuts der Vergeltung. Scheiße, meine Kamera. Alles voll, verdammt, ey. Schon viel besser. Ist Vollgas? Lass mal einen Sprung versuchen. Wo? Ja, hier auf der Crossstrecke. Dahin. Willst du dir das echt antun? Alter, wie er sich quält, ne? Oh Mann, du schaffst aber zurück. Meinst du, wir kriegen ihn gleich noch an? Ja, logisch. Ich mach das.
Oh ja, hier sieht es schon viel besser aus. Hier ist nicht so viel Schnee auf der Straße. Nichtsdestotrotz ist es glatt. Ich denke mal, wir können hier den ein oder anderen geilen Drift hinlegen. Ey, wir müssen einen Drop-Test machen. Wie schwer der gerade ist mit dem Schnee. Oh mein Gott, wir haben einfach keinen Drop-Test gemacht. Das müssen wir jetzt nachholen. Drop-Test! Mach nochmal höher. Das war doch schon ein Meter. Wow! Meinst du, der wird angehen? Ja, auf jeden Fall. Direkt ich hab das Gefühl, der wird irgendwie nicht angehen. Doch. Ah! Wir haben ganz kurz nicht gefilmt und dann ist der Verbrenner schon ausgegangen. Ja, komm, probier mal anzumachen. Ja, ist da echt noch Sprit drinne? Ja. Ja, ich geb ein bisschen Gas her. Ich weiß, warum der nicht angeht. Warum? Weil er durch den Luftfilter Wasser gezogen hat. Meinst du? Bestimmt. Stimmt, Luftfilter ist schon feucht, ey. Tja, Freunde, ich habe schon sowas in die Richtung befürchtet, dass er den Tag nicht überstehen wird. Also es muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass er kaputt ist, aber auf jeden Fall können wir nicht mehr weiterfahren. Das bedeutet, Verbrenner im Schnee ist jetzt nicht so gut geeignet, aber hat schon Spaß gemacht. Wir werden den nachher reinbringen, mal ein bisschen vom Schnee befreien, mal ein bisschen trocknen lassen, dann gucken wir, ob er wieder angeht. Aber bevor wir das tun, ballern wir jetzt noch ein bisschen mit dem Elektromodell rum. Was beim Elektro halt echt ein sehr großer Vorteil meiner Meinung nach ist, man macht die Akkus rein, macht das Ding zu und schon kann man losfahren. Absolut unkompliziert und es ist leise, man stört niemanden. Das hört sich aber nicht so an. Das hört sich schon besser an. So, Freunde, wir stellen jetzt hier rein und dann zeige ich euch, wie das richtig geht. Oh, haarscharf. Ach so, weißt du, was auch noch übelster Vorteil ist? Ich habe einen Rückwärtsgang. Ja, Mann. Guck mal, beim Verbrenner müsste ich da jetzt hinlaufen, weil ich würde nicht mehr rauskommen. Boah! Geiler Trick. Alter, der geht ab, ne? Ach nee, oder? Ach nee, oder was das jetzt? Kann doch nicht sein. Ach Mann. Irgendwas stimmt da nicht, ey. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht, oder? Irgendwas stimmt da nicht. Meinst du, irgendwas stimmt da nicht? Ja, irgendwas stimmt nicht, ey. Also ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Aber was soll denn da nicht stimmen? Schau es an, Freunde. Die Spannung ist gerade voll eingefallen. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Gas, dann könnt ihr das sehen. Es blinkt schon wieder. Und ich gebe nur ganz leicht Gas. Also ich glaube, wenn wir bei so einem Wetter raus wollen, dann müssen wir die echt vorher schön aufwärmen. Tja, was machen wir jetzt? Feierabend, Mittagsschlaf. Hier gehen wir erstmal in die Garage und gucken mal nach dem Verbrenner. Ne? Jawohl. Okay, let's go. Schaut euch das an, der ist wieder trocken. Wir haben ihn auch ein bisschen trocken gefilmt. Auch hier der Luftfilter, alles trocken. Innen drin könnte er natürlich noch ein bisschen feucht sein. Ich würde mal sagen, wir schalten das Ding ein. Verbunden ist er. Okay, jetzt bin ich gespannt. Let's go. Gut, Freunde, das bedeutet, im Schneefahren ist schon möglich. Wenn er halt ein bisschen nass wird, dann fährt er irgendwann nicht mehr. Aber wenn man ihn trocken gemacht hat, dann läuft er wieder wie eine 1. Für mehr Verbrenner-Content, lasst einen Daumen hoch da, ansonsten würde ich nur sagen. Vielen Dank, Derek, dass du mit dabei warst. Danke für nichts. Hat mich nicht gefreut. Einwandfrei. Ich will dich nie wiedersehen. Peace. Yes.